Hallo YouTube und Anime-Freunde da draußen. Heute packen wir einen Anime-Film aus, der sehr viele Auszeichnungen bekommen hat, und zwar In the Corner of the World von Universum Anime, basiert auf einem Manga, glaube ich, von Fumio irgendwas. Habe ich eben gelesen. Ist ab 12 Jahren freigegeben und gibt es auf DVD und Blu-ray. Motiv finde ich sehr schick. Hier stand es irgendwie basiert auf den leistungspreisgekrönten Manga von Fumio Kuno. Kenne ich jetzt nicht, und erzählt die inspirierte Geschichte einer jungen Frau, die selbst in Zeiten großer Umbrüche voller Lebensfreude und Unbeschwertheit ihren Platz im Leben finden muss. Also hört sich nach einem Drama an, sieht auch interessant aus vom Trailer. Den werde ich euch übrigens weiter unten in der Videobeschreibung verlinken, wie auch weitere Informationen zum Anime. Extra mein Interview mit Regisseur Suno Kawaguchi und Booklet mit 12 Seiten. Laufzeit des Films sind 125 Minuten, circa Laufzeit extra 40 Minuten. Bildformat ist 1,851 oder 16 zu 9. Sprache ist Deutsch und Japanisch, Ton ist Dolby Digital 5.1 und Untertitel Deutsch. Schon ein bisschen vorbereitet, auch das Motiv finde ich sehr schick. Wie gesagt, gibt es auf DVD und Blu-ray und hat auch ein schickes Wendecover, wie ich sehe. Und was ich auch toll finde, die DVD hat auch ein eigenes Motiv, nicht dasselbe Motiv wie auf dem Cover wie auf dem Cover. Finde ich sehr schick, also schon mal sehr gut gearbeitet von Universum, dafür gibt es ein Lob. Dann haben wir hier ein Booklet mal anders. Kleiner, aber fühlt sich gut an vom Papier, sehr hochwertig. Auch alles in Deutsch, wie es man vom Universum kennt. Hier gefällt mir echt gut. Hier sind sehr viele Informationen. Ist das Marco? Ja, muss ich mir mal in Ruhe durchlesen. Mir gefällt mir echt schöne Gestaltung. Ist jetzt zwar kein Schuber dabei oder sowas, aber finde die Gestaltung, den Release sehr gut. Der kostet auch nicht so viel. Und wenn er gut ist, kann ich euch den empfehlen. Guckt euch den Trailer an, sollte es euch interessieren. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf den Anime. Würde mich über eure Kommentare und Bewertungen sehr freuen. Und wenn ihr den Anime gesehen habt, könnt ihr mir eure Meinung dazu schreiben. Auf Wiedersehen an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Euer Gavatons. Tschüss.